Es ist unmöglich, zwei Welten zu sehen. Ich kann nicht zwei Welten sehen. Unmöglich. Ego und Gott gehen nie, 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 nie zusammen. Angst und Liebe gehen nie Hand in Hand. Ewiges Leben und Tod kennen sich nicht. Ich habe den Heiligen Geist, um mich klar auszurichten und eben nicht mehr zwei Herren zu dienen, sondern nur noch durch den Heiligen Geist, mich auf Gott zu fokussieren, zu fixieren, ihn an erste Stelle zu setzen und da klar und eindeutig zu sein. Was ist das Problem? Was will ich noch mit dem Ego hier rumeiern? Wozu der Schmerz und das Leid? Es macht doch keinen Sinn. Ich befriedige nur meine Körpergedanken damit, weil ich so denke, dass ich das bin. Weil ich so selbstverliebt in meinen Körper bin und das mich so blind hält. Ich einfach gar kein normales, natürliches Gefühl dafür habe. Ich muss mich übermäßig stylen, gut aussehen, viele, viele Klamotten haben, mein eigenes Reich haben, mich zudeckeln mit allem Möglichen. Das ist wirklich Wahnsinn, wie ich mich immer noch im Außen suche. Wie ich eben nicht gewillt bin, vollständig nach innen zu schauen. Naja, wo bin ich dann? Im gespaltenen Geist. In Gott gibt es nur Vollständigkeit. Und wieder sage ich, es geht nur darum, da wirklich hinzuschauen und da mit sich ehrlich zu sein und eben diese Selbsttäuschung aufzuhören. Ich erliege meinen eigenen Selbsttäuschungen. Dafür will ich mich nicht verurteilen, aber ich will es sehen lernen, damit ich es bleiben lassen kann. Ja, wirklich sehr raffiniert. Ich bin erstaunt. Ich wusste gar nicht, dass ich so raffiniert sein kann. Also in der Schule habe ich das nicht so gelernt. Da habe ich es vielleicht anders gelernt. In diesem Traum hier. Da war ich nicht so raffiniert. Oder anders raffiniert. Ist so lustig. Hey, schau auf dein Leben, wenn du zurückblicken musst und lach darüber. Auch wenn es viel Schrecken gab. Es ist nur dieser Traum. Und ich will dir mein Leid, mein Schmerz, meine Geschichte, ich will dir das nicht mehr aufbürden. Ich will nicht mehr damit recht haben. Meine Güte, könnte ich dir eine Story erzählen? Und das ist nur das Aufgeblähe des Egos. Ich arme. Was habe ich doch alles geleistet?
Jetzt sitze ich hier und freue mich einfach, dass ich da bin und dass ich dir von der Liebe Gottes erzählen darf und von der Freude und von dem Licht. Weiß gar nicht, wie mir geschieht. Spielt auch keine Rolle. Das ist einfach nur wirklich diesen alten Scheiß im Grunde loslassen. Da einfach nicht mehr hinzugucken. Mich von meinem eigenen Film nicht mehr verführen zu lassen. Beziehungsweise, wenn es doch noch irgendwie durchkommt, mich davon nicht mehr irritieren zu lassen. Es ist immer wieder das Gleiche. Hey, tritt zurück und lass dich in Ruhe. Schau auf Gott, in deinem Geist. Nimm den Heiligen Geist endlich mal an die Hand und lass dich mal führen. Wie ein kleines Kind. Ja, wie ein kleines Kind. Weil das Kind nicht in der Lage ist, mal nicht in seine Fallen zu tappen. Oder deshalb braucht es eine Führung. Und das ist ja auch okay. Ich brauche diese Führung. Weil ich sie hier in diesem Film durch scheinbare Eltern oder wen auch immer nicht bekommen habe. Da gab es keine Sicherheit, keinen Schutz. Also, jetzt habe ich den Kurs in Wundern, jetzt will ich und muss ich es mir selber beibringen. Und das ist meine Funktion. Das eben nach außen zu bringen. Es nicht für mich allein irgendwie lernen zu wollen. Wieder mein eigenes Ding machen zu wollen. Es ist unmöglich, zwei Welten zu sehen. Das ist der totale gespaltene Geist. Die duale Welt, das gut-böse Denken, schön hässlich. Meine Zerrissenheit. Schau darüber hinweg. Schau hin zum Licht. Durch dich. Durch dich. Sei du der Kanal. Sei du das Bindeglied zu Gott. Mit Hilfe des Heiligen Geistes. Das sind wir sowieso schon, weil wir eines Geistes sind. Also schau dir deine Wahrnehmung an. Und führe dich selbst zur wahren Wahrnehmung. Zu dieser Rechtgesinntheit. Ich will lernen, meine alte Welt loszulassen, mich freizulassen. Wirklich so weit zurückzutreten, sage ich immer wieder. Letzte Reihe im Kinosaal. Und ich darf mir alles in Ruhe anschauen und die Urteile gehen lassen. Es ist nur ein Film.
Und ich habe ihm alle Bedeutung gegeben. Und ich denke, das ist wahr. Weil es sich durch den Körper und all die Emotionen und Gefühle ja so wahr anfühlt. Ich kann auch Gott fühlen oder spüren. Habe ich nur vergessen. Ich habe vergessen, was es heißt, die wahre Liebe zu fühlen oder zu spüren. Ich gebe mich ja lieber den Verliebtheiten hin. Das ist ja aufregender, wenn es so schwankend ist. Und das ist alles der gespaltene Geist. Immer diese Schwankung. Und das habe ich ja in meinem Körper manifestiert. Und dadurch fühle ich mal ein bisschen Aufregung, Herzklopfen, pipapo. Und dann wieder Traurigkeit, Enttäuschung. Dann wieder Bedürfnisse, Verlangen, Lust. Dann wieder Leid, Trauer, Niedergeschlagenheit. Du kennst das alles. Wir kennen alles. Alles schon zig Millionen, Milliarden Mal da gewesen. Wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Ist das Gottes Wille? Ist das Gottes Wille? Schau dir dein Leben an. Ist das Gottes Wille? Sei ehrlich. Und wirf jetzt bitte nicht mit Urteilen um dich. Lerne, dich in Liebe zu betrachten, egal was jetzt gerade da ist. Auch wenn ich gerade vor 10 Minuten noch den größten Scheiß angestellt habe. Oder vielleicht sogar jetzt gerade in diesem Moment. Dein Bildschirm ist ja aus, ich sehe ja nichts. Wir halten uns ja gerne versteckt. Hinter den Kulissen, ne? Dann weiß man nicht, was so abgeht. Ich weiß schon, dass da die Hölle abgehen kann. Ja. Ist das Gottes Wille? Wenn du die Antwort weißt und du weißt sie, und du hast ein Nein oder fühlst sogar ein Nein, na dann ändere es. Dann sag ich, ja, okay, danke, dass ich das jetzt sehen darf. Juhu, ich will nur Gott. Ich will mit Gott. Ich gehe jetzt nur noch mit Gott. Hab keine Ahnung, wie. Fühlt sich noch ungewohnt an. Vielleicht sogar ein bisschen naiv. Unschuldig eben, ne? Naja, ich weiß auch nicht. Mir kann aber nichts geschehen. Mir kann nichts geschehen und das ist ja das, was mich so beruhigt und was mich so zum Lächeln bringt und zum Leuchten bringt und wo ich einfach so dankbar bin, dass ich diese Selbsttäuschung mehr und mehr bleiben lassen kann. Und dass ich sehen kann oder mehr und mehr sehen kann, dass die Liebe keinen Feind haben kann. Da steht's. Ich war doch mir selbst der größte Feind. Wo ich mir doch
eigentlich am nächsten sein sollte. Ich habe mich selbst am weitesten weggebeamt. Naja, Schluss damit jetzt mal. Jetzt kehren wir das einfach mal um. Ist gar nicht so schwierig. Ist einfach nur einmal den Kopf drehen, im Grunde. Von der Dunkelheit hin zum Licht. Es braucht nur die kleine Bereitwilligkeit. Und die hast du schon, sonst wärst du gar nicht hier. Also vertraue darauf. Vertraue deiner eigenen Liebe zu dir. Vertraue Gott. Ich kann nicht gleichzeitig hassen und lieben. Und ich will nicht mehr Angst haben, weil es immer wieder zeigt, dass es die Angst vor mir selber ist. Vor meinem eigenen Wahnsinn. Und wenn ich dann noch weitergehe, zeigt es mir die Angst vor Gott, weil ich mich schuldig fühle für dieses Theater, was ich hier veranstalte. Dass ich nicht einfach brav bin und mich Gott zuwende. Dass ich so ein Sturkopf bin. Ich noch ein bisschen meine Hörner abstoßen muss. Naja, gut, okay. Gott kümmert das gar nicht. Der kriegt das ja gar nicht mit. Ja, ich gestehe, da muss ich wohl noch in meinem Zwiespalt ein bisschen rumzappeln. Bedroht mich gar nicht mehr so. Bedrückt mich gar nicht mehr so. Weil das Fundament Gottes immer sichtbarer, immer stärker, immer tragfähiger wird. Durch meine Bereitwilligkeit, mich als das Kind Gottes anzuerkennen. Den Christus in mir oder durch mich zu sehen. Diese heilige Sicht. Diesen lächelnden Geist. Also die Angst hält mich gebunden an meinen alten Film. Bringt immer wieder mal Waffen hervor. Lässt mich immer in dieser Hochanspannung. Ich trigger mich immer nur selber durch die Angst, durch meine wahnsinnigen Gedanken, die ja Angstgedanken sind. Und ich muss mir das eingestehen. Ja, stimmt. Ich tue mir das nur selber an. Und das will ich nicht mehr. Das will und muss in die Vergebung. Deswegen ist es Selbstvergebung im Grunde. Ich meinen wahnsinnigen Glauben über mich, dieser uralte Unglaube, über mich endlich aufgebe. Und die Sühne annehme. Sühne heißt wirklich die Berichtigung meiner uralten Gedanken, dass Sünde und Schuld noch wahr sein könnten, noch überhaupt existieren. Das ist nicht wahr. Das ist nur ein Irrtum.
Angst muss blind machen, denn dies ist ihre Waffe. Das, was du zu sehen fürchtest, kannst du nicht sehen. Somit gehen Liebe und Wahrnehmung Hand in Hand. Angst aber verschleiert in der Dunkelheit, was da ist. Angst hält dich gefangen, hält dich im Nebel, in dieser Dumpfheit, in dieser trüben Suppe. Ich entscheide. Ich will mich für die wahre Wahrnehmung ausrichten. Das wird mir durch den Heiligen Geist gegeben. Für den rechtgesinnten Geist. Hin zum Licht. Die Angst hält mich im Dunkel. Ich muss diese angstbasierte Welt, meine alte Welt, komplett, vollständig aufgeben. Und das heißt nicht, dass ich irgendwas opfern muss. Immer wieder sage ich es. Ich muss nichts aufgeben. Aber ich werde so weich gekocht, dass ich irgendwann selber sage, ich habe da keine Lust mehr drauf. Und das bringt natürlich mehr oder weniger Veränderungen hervor. Aber dadurch, dass ich entscheide, das will ich nicht mehr. Aber es kann doch noch Gutes hervorbringen, wenn ich mich mit Hilfe des Heiligen Geistes entscheide. Das kann doch nicht bedrohlich sein. Dann habe ich mich doch wieder falsch entschieden. Es gibt keinen Verlust. Wir sind eins. Nichts und niemand kann mir verloren gehen. Niemand ist allein. Es sei denn, ich will mir das unbedingt selber erzählen. Naja, die Außenwelt spiegelt mir das ja alles wieder. Ne? Kennen wir das schon. Die Angst hat alles, was du zu sehen meinst, gemacht. Jede Trennung, alle Unterscheidungen und die Vielzahl der Unterschiede, von denen du glaubst, dass sie die Welt ausmachen. Jede Trennung, alle Unterscheidungen und die Vielzahl der Unterschiede. So kreativ bin ich. Bunte Welt. Von dunkel, tief schwarz, der Hölle bis hellweiß Licht, dem scheinbaren Himmel. Alles da. Sie alle gibt es nicht. Der Feind der Liebe hat sie sich ausgedacht, diese duale Welt. Diese Gegensätzlichkeiten, diesen gespaltenen Geist. Jetzt kommt aber der Heilige Geist als die Brücke. Und bittet im Grunde nur, hey, mein Kind, lass dich führen. Höre nur auf Gottes Wort. Du träumst dir nun.
Und du träumst ja nur einen unmöglichen Traum. Einen unmöglichen Traum. Es ist unmöglich, zwei Welten zu sehen. Gott ist nur eins. Du als der Sohn bist nur eins. Es ist nur ein Geist. Erhebe dich über diesen Traum. Der Feind der Liebe hat sie sich ausgedacht. Die Liebe aber kann keinen Feind haben. Deshalb haben sie weder Ursache noch Sein, noch irgendwelche Folgen. Deshalb heißt es, Bruder, es ist nichts geschehen. Gott kann nicht angegriffen werden. Deine Liebe kann nicht angegriffen werden. Dein Frieden kann nicht gestört werden. Ich kann den Feind immer noch wahr machen und mich bedroht fühlen, aber es ist nicht die Wahrheit. Es kommt ja nur Wahrheit, weil ich dem Bedeutung gebe. Weil es mir Angst macht. Sonst müsste ich dem ja nicht Bedeutung geben. Also, da außen ist nichts. Ich werde nichts finden. Ich muss nach innen schauen und mir selbst den Frieden schenken. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Mit Gott. Und es ist alles längst da. Es ist unmöglich, zwei Welten zu sehen, die sich in keiner Weise überschneiden. Suche nach der einen, die andere verschwindet. Nur eine bleibt. Sie sind der Wahlbereich, über den deine Entscheidung nicht hinausgehen kann. Das Wirkliche und das Unwirkliche ist alles, was zur Wahl steht. Und nichts anderes als das. Also schau genau hin. Was wählst du? Das Außen zeigt es dir, wofür du dich entschieden hast. Und wenn du bemerkst, oh, ich habe mich doch wieder verführen lassen, ich habe mich doch wieder in Versuchung begeben, dann korrigiere es. Mehr nicht. Weiter geht's. Bleib du in der Ausdehnung der Liebe Gottes. Komm du und bleib du in deiner Funktion. Wir, ich, du sind der glückliche Schüler und fühlen uns nicht mehr schuldig. Das scheinbare Fehler. Weil das nicht die Wahrheit ist, weil das nur Ego-Spielerei ist. Das Ego schmeißt mir immer das Kreuz vor die Füße. Nein. Interessiert mich nicht mehr. Also will ich keinen Kompromiss mehr schließen. Was ich ja beständig versuche, indem ich da zwei Welten versuche wahrzumachen, zwei Herren zu dienen. Und deshalb fühle ich mich erschöpft. Ich habe Angst vor dem einen und vor dem anderen auch im Grunde. Da ist kein Kompromiss möglich. Ich kann mich nur für eins entscheiden. Ich will mich nur für Gott entscheiden. Nur für die Liebe.
nur für das Licht, nur für den Frieden. Alles andere wirklich, halt, stopp. Das ist unmöglich. Kann nicht sein. Die Welt, die du erblickst, ist der Beweis, dass du schon eine Wahl getroffen hast, die genauso allumfassend ist wie ihr Gegenteil. Kommt alles aus einem Guss, entweder aus der Angst oder der Liebe. Hier scheine ich mich für die Angst entschieden zu haben. Ich nehme ja diese Angstbasiertheit wahr, in diesem Traum. Und jetzt kann ich ganz lapidar sagen, nö, das will ich nicht mehr. Und dann guck doch mal, was passiert. Dann guck doch mal. Du öffnest dich nur für dich selbst. Das Angsthäschen wandelt sich wirklich zu dieser Größe mit weiten, offenen Flügeln deiner wahren Größe. Ja, wow, was für ein Geschenk. Diese Offenheit, diese Herzlichkeit. Diese Hingabe. Das gebe ich mir selbst. Und das ist so wundervoll im wahrsten Sinne des Wortes. Mich von mir selbst immer mehr berühren zu lassen durch die Erinnerung an Gott. Ja, total aufzuwenden. Das ist die sanfte Kapitulation. Und da kommt nur Dankbarkeit hervor. Und da steht's. In Danksagung und Dankbarkeit geben wir freudig heute 6x5 Minuten. 6x5 Minuten. 5 Minuten. Erlösung. Stunden und 55 Minuten, die Hölle. Und ich habe ja 6x5 Minuten, also nur 23 Stunden und 30 Minuten. Oder habe ich mich verrechnet? In Danksagung und Dankbarkeit geben wir freudig viele, viele Minuten an den Gedanken, der jedem Kompromiss und Zweifel ein Ende bereitet, und gehen über sie alle als eins hinaus. Damit es eindeutig wird. Der Zwiespalt wandelt sich zur Eindeutigkeit, Einsgesinntheit. Das ist Geistesschulung, Geisteswandel durch meine Umkehrung in meinem Denken. Sieh deine Macht und nutze sie im Sinne des Vaters und nicht mehr zur Selbstzerstörung. Für den Selbstdank.
für die Selbstverletzung. Wir wollen nur das finden, was wirklich ist. Nur Liebe, nur Licht, nur Freude, nur Dankbarkeit, nur Frieden, nur Güte, nur Barmherzigkeit, Sanftheit, Milde, Entspannung, Leichtigkeit, Gelassenheit. Sollte mal eine Liste machen, was Gott uns alles schenkt. Der Gabentisch ist übervoll. Öffne du mal noch deine Schatzkammer, was denkst du, was da noch alles hervorkommt? Du wirst überrascht sein. Purzeln dir so viele Geschenke entgegen. Ja, genau. Öffne dich für dich. Öffne dich für dich selbst. Und freue dich darüber, was dir gegeben ist. Aus dem einfachen Sein. Es ist so einfach und so natürlich. Mit dem komplexen, komplizierten Verstand, der ja nur rotiert die ganze Zeit, ist das nicht zu verstehen. Es ist wirklich das Fühlen durch mein Herz und da mal still zu sein. Deshalb nehmen wir uns jetzt noch diese 5 Minuten. Für die eine Entscheidung, für Gott. Und sage dir, da stehen die Sätze. Ich hoffe, du hast das Buch vor dir. Es ist unmöglich, 2 Welten zu sehen. Lass mich die Stärke, die Gott mir schenkt, jetzt schenkt, annehmen und keinen Wert in dieser Welt sehen, damit ich meine Freiheit und Erlösung finden möge.
Und Gott ist jetzt mitten unter uns. Gott ist immer da. Höre nur auf sein Wort. Und du erfährst dich in deiner Freiheit und deiner Erlösung. Und das Hin- und Hergehopse wird immer weniger werden. Vielleicht verstärkt es sich mal noch auf die eine oder andere Art und Weise. Das sind halt noch so die Spielereien. Aber auch das wird vergehen. Richte dich nur für Gott aus. Geh einfach immer noch weiter. Gott ist immer mit dir. Gott ist jetzt. Gott ist. Und wir alle, wir der eine, mit ihm, in ihm. Amen. Amen. Danke Gott. Danke Gott. Danke, danke, danke für die Erinnerung. Für diese Befreiung. Für diese Wohltat. Ja, uns allen einen so dankbaren Tag. Mit Gott in deinem Geist. Bis gleich. Wir sehen uns heute Abend schon wieder.